20. April 1945. Die Rote Armee in den Vororten von Berlin. Im Führerbunker gratulieren die Paladine Hitler zum Geburtstag, nehmen Abschied. Der mächtigste von ihnen hat am Abend noch einen Termin. In einem Landhaus im Norden der Stadt wartet ein Gesandter des jüdischen Weltkongresses. Hitlers Helfer will verhandeln. Sein Angebot? Frieden im Westen und keine Morde mehr in den Lagern. Der Treueste der Treuen, so sieht es Hitler, begeht Verrat. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, Vollstrecker des Völkermords, Chef der Todesschwadronen. Kaltblütig. Mitleidlos. Ich schwöre dir, Gehorsam bis in den Tod. Der hohe Priester der SS ist ein Meister der Täuschung. Himmler hat eigentlich ganz schüchtern gewirkt. Gar nicht selbstsicher oder militärisch oder gar brutal. Selten klaffen Schein und Sein so weit auseinander. Einmal der loviale, nette Mann, mit dem man reden konnte, und dann der blutrünstige Tyrann, der die anderen Menschen quälte. Ein unscheinbarer Mann, gebildet, gut bürgerlich. Mitten aus der Gesellschaft. Sie wussten ja, was sie taten. Jeder in Deutschland kennt seit Jahrhunderten die 10 Gebote. Das Gewissen ist ja bei jedem da. Und jeder muss es innerlich totschlagen, der sowas mitmacht. Himmlers Geschichte beginnt in München. Geboren 1900, mitten im Kaiserreich. Eine behütete Kindheit, königstreu, gut situiert, katholisch. Großen Einfluss übt der Vater aus, Lehrer an einem Gymnasium, kein Antisemit. Nichts deutet darauf hin, dass sein Sohn ein Massenmörder wird. Er war ja der Sohn eines bayerischen Lehrers und wurde durch den väterlichen, elterlichen Haushalt, glaube ich, sehr beeinflusst. Und er hatte irgendwie etwas pedantisch-Lehrerhaftes immer an sich. Der Erste Weltkrieg kommt zu früh für Himmler. Ich freue mich auf den Kampf, schreibt er in sein Tagebuch. Doch für die Front ist er zu jung. Ein Makel, der ihn bis zum Ende quälen wird. Die Niederlage bringt seine Welt aus den Fugen, drängt ihn an den rechten Rand. Himmlers Leseliste aus dem Jahr 22 führt Traktate voller Hass. Gift auf Papier. Ein junger Rechtsradikaler auf der Suche nach Anschluss. 1923, Fahnenträger beim Hitlerputsch. Himmler hat alles hinter sich gelassen. Das Elternhaus, das Studium, die Religion. Sein neues Credo heißt Hitler. Der hat eine Leibgarde, die Schutzstaffel, knapp 300 Mann. Himmler wird ihr neuer Chef. Ein SA-Film 29. Noch ist Himmler ein Statist, aber der fanatischste. Himmler hat sich absolut unterstellt. Nicht? Für ihn war das, er hat auf ihn geschworen, meine Ehre heißt Treue aus. Nicht? 5 Jahre später. 1934, Reichsparteitag in Nürnberg. Die bedingungslose Treue hat sich ausgezahlt. Himmler nur noch einen Schritt hinter Hitler. Der Judaslohn für parteiinterne Morde an Röhm und der SA-Führung. Die Schutzstaffel ist längst mehr als eine Leibgarde. Sie legt sich wie ein schwarzer Schatten über das Land. Himmlers Macht wächst von Jahr zu Jahr. Er war der Chef der persönlichen Garde Hitlers. Das war ganz klein angefangen, da waren das ganz wenige. Und das plustete sich dann auf. Und plötzlich wurde der Kopf für den Helm zu klein. Ne? Die fatale Faszination der SS. Es gibt mehr Freiwillige, als angenommen werden. Bis 35 wählt Himmler persönlich die Bewerber aus. Möglichst blond, möglichst blauäugig, möglichst groß. Und diesem Mann bedingungslos ergeben. Gegenüber Kameraden prahlt Himmler, er würde sogar seine Mutter erschießen, wenn Hitler es befehlen würde. Seine SS soll wie ein Orden sein, nordisch, wie er sagt.
Der nordische Mensch war also der, der geradeaus guckt, nicht? Rückgrat, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin. Weil mein Großvater hieß das bis zum letzten Röcheln immer lächeln. Für ihn tödlicher Ernst. Der SS-Chef sorgt dafür, dass Rassenkunde ständig auf dem Dienstplan steht. In nächtlichen Feierstunden wird Hass geschürt. Gehirnwäsche für selbsternannte Herrenmenschen. Wir sind die Rasse, die die Welt beherrschen muss. Das hat man uns gesagt. Und alle anderen Rassen müssen unter die nordische Rasse kommen. Die sind dann nur noch Sklaven. Wir beherrschen die ganze Welt. Der Franziskaner Novize Gerion Goldmann kommt zur SS, um der Wehrmacht zu entgehen. Er hört kritisch zu. Von Religion gar nichts. Null. Die Religion war eben die nordische Rasse. Das war das, was sie als Glaubensbekenntnis für sich in Anspruch nahm. Das Zentrum der schwarzen Pseudo-Religion, die Wewelsburg in Westfalen. Himmler glaubt, hier kreuzen sich germanische Kraftlinien und befiehlt den Ausbau zur Kultstätte. Im Obergruppenführersaal soll die Tafelrunde des Reichsführers zusammenkommen. Im Zeichen der schwarzen Sonne, einem angeblich uralten germanischen Symbol. Das Ziel Himmlers war, die Wewelsburg als Hauptsitz der SS auszubauen. Mit all dem, was eben zur SS gehört. Wenn ein SS-Mann heiratete, konnte er dorthin und erhielt dann seinen SS-Ring. Fiel er dann später im Kampf, sollte der SS-Ring wieder zur Wewelsburg zurückgebracht und dort aufbewahrt werden. Der Ring für besonders verdiente SS-Männer. Die Gestaltung ist Chefsache. Altgermanische Runen, Himmlers Unterschrift auf der Innenseite und der Totenkopf, das mörderische Symbol. Um den Ausbau der Wewelsburg kümmert sich Himmler persönlich. Vor den Mauern wird ein KZ errichtet. Billige Arbeitskräfte für die Gralsburg des Schwarzen Ordens. Kult und Terror an einem Ort. Wir haben in dem Kultraum über dem Mausoleum die Säulenhalle, die Marmorböden geschliffen von Hand. Max Hollwig gehört zu den Zeugen Jehovas und wurde deshalb verfolgt. Er hat den Sadismus der SS erlebt. Die Hände rücklings auf zusammengebunden, dann hochgezogen, dass die Schultergelenke auskugelten. Und wenn der Körper sich gelenkt hat, dass er mit den Fußspitzen auf den Boden kam, dann wurde er wieder höher gezogen. Seltene Filmbilder aus einem KZ, gedreht von NS-Propagandaleuten in Oranienburg. Diese Aufnahmen sollten eigentlich Gesetzmäßigkeit und Ordnung vermitteln, doch sie lassen die Willkür ahnen, die in den Lagern herrscht. Terror und Angst sind die Fundamente seines Imperiums. Hitler kann sich blind auf ihn verlassen. Ich habe ein einziges Mal erlebt, dass Hitler bei Tisch das Gespräch auf Himmler und auf Konzentrationslager gebracht hat. Aber das war ganz typisch. Das war dann so, dass der Eindruck entstehen musste, das sind Arbeitslager. Und da hat Hitler erwähnt, dass Himmler da ganz raffiniert das System anwendet. Er hat zum Beispiel dann einen notorischen Brandstifter mit der Verantwortung für die Brandwache beauftragt. Und natürlich hat der Himmler gesagt, da können Sie sicher sein, mein Führer, da wird kein Brand ausbrechen. So, man hat so das Gefühl gehabt, das ist ein wohlorganisiertes, psychologisch geschickt geführtes Arbeitslager. Aus dem Tagebuch einer Achtjährigen nach einem Besuch des KZ in Dachau. Wir haben den Kräutergarten gesehen, die Birnbäume und die Bilder, die die Häftlinge gemalt haben. Wunderbar.
Danach haben wir sehr gut zu Mittag gegessen. Die junge Besucherin ist Gudrun Himmler, die Tochter des SS-Chefs. Sie wird nach dem Krieg ihren Vater als liebevollen Menschen schildern. Sogar die Ehe des Massenmörders mit Gattin Marga soll harmonisch gewesen sein. Sie saß immer sehr still dabei, aber es war immer irgendwie positiv. Es war auch irgendwie, sie war dabei, ja, auch wenn sie nichts sagte. Und die Gudrun war ja damals noch so klein, nur so immer, wenn er da war und die Gudrun war bei ihm, da war immer furchtbar nett mit ihr. In Himmlers menschenverachtender Ideologie spielen Kinder eine Schlüsselrolle. Möglichst viel Nachwuchs für die Herrenrasse als Garant künftiger Machtansprüche. Und möglichst wenig für vermeintlich minderwertige Völker. Im Krieg führt dieser Wahn zu besonders scheußlichen Verbrechen. Himmlers Henker werden auch die Kinder nicht schonen. Töten und Zeugen. Beides geschieht in der SS auf Befehl. Kinderlose SS-Männer bekommen weniger Sold. Alle sollen so viele Kinder wie möglich zeugen, auch außerhalb der Ehe. Dann kam plötzlich der Adjutant und sagte, jetzt kommt etwas, was nur für Sie gilt. Davon dürfen Sie nichts außen sprechen. Hier ist ein Tagesbefehl des Reichsführers der SS an die SS. Und dann ließ der uns vor, im Polenfeldzug sind so viele junge Deutsche gestorben, die müssen ersetzt werden. Und in Deutschland warten Scharen deutscher guter Mädchen auf die Soldaten, die ja mit ihnen schlafen, dass der Führer neue Kinder bekommt. Hat er öffentlich gesagt. Himmlers Zeugungsbefehl. Ein Freibrief für SS-Männer. Doch die haben Angst um die eigenen Bräute. Die Soldaten saßen da schweigend. Man merkte, wie die wütend waren. Himmler muss den Befehl widerrufen. Hitler pfeift ihn zurück. Hier lässt er ihn gewähren. Der Dom zu Quedlinburg. Schauplatz einer Geschichtsfälschung im Namen der SS. Zum 1000. Todestag des Sachsenkönigs Heinrich lässt Himmler in der Krypta ein düsteres Schauspiel inszenieren. Dieses einstmalige Grab, auf dem seit Jahrtausenden von Menschen unseres Blutes bewohnten Burgberg von Quedlinburg, soll eine Weihestätte sein, zu der wir Deutschen wallfahren. Tote Könige können sich nicht wehren. Himmler glaubt sich auf magische Weise verbunden. Er fühlte sich als Reinkarnation von Heinrich dem Ersten. Er war der arische Typ, den er in Heinrich vermutete und glaubte, Nachkomme in seiner Vorstellung zu sein. Heinrich Himmler schreibt Geschichte und er lässt sie umschreiben. Für seine fixe Idee von der germanischen Überlegenheit braucht er Belege aus der Vergangenheit, koste es, was es wolle. Die Folge: pseudowissenschaftliche Expeditionen auf Rechnung der SS. Auf der Suche nach Atlantis in Venezuela. War hier der Urarier zu Hause? Oder doch in Tibet, auf dem Dach der Welt? Himmlers Männer forschen und vermessen. Mit seriöser Wissenschaft hat das kaum etwas zu tun. Fallen die Ergebnisse nicht wunschgemäß aus, wird ein wenig nachgeholfen. Er hat den Befehl erteilt, man finde, koste es, was es wolle, die Gebeine Heinrichs. Doch weil der König unauffindbar bleibt, fällt die Wahl auf andere Knochen. So hat man unten aus den Katakomben der Krypta Gebeine herausgenommen von den Stiftsdamen, die dort beerdigt worden sind, und hat sie dann ein Jahr später als Reste Heinrichs ausgegeben. Die Neigungen seines Helfers sind für Hitler Hirngespinste. Doch er lässt ihn gewähren, weil er ihn und die SS noch brauchen wird. Und weil er weiß, wie sehr Himmler von ihm abhängig ist.
Ein offenes Geheimnis im Bekanntenkreis des Reichsführers. Eine, deren Trauzeuge er war, glaubt an übersinnliche Gründe. Himmler war sehr esoterisch. Himmler war ja esoterisch veranlagt. Und wenn man so veranlagt ist, dann ist man auch sehr anfällig für Figuren mit einer starken Anziehungskraft. Und gerade in der Anfangszeit von Himmler, als er den Polizeistaat aufbaute, war er sehr stark auf Hitler fixiert. Der Bann hält bis zum Untergang. Polenfeldzug 1939. Auch Totenkopfmänner kämpfen mit. Waffen-SS, die Keimzelle der künftigen SS-Armee. Todesbereit und fanatisch. Wie Gotteskrieger, nur ohne Gott. Frontbesuch bei der SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Der Kommandeur heißt Sepp Dietrich. Hitlers neuer Supersoldat, vom treuen Heinrich Stolz präsentiert. Die Profis aus der Wehrmacht sehen den Chef der Konkurrenz mit Argwohn. Mein Eindruck war, dass ich irgendetwas fast Abstoßendes eigentlich bei ihm empfand. Er war immer sehr fahl im Gesicht, machte eigentlich einen ungesunden Eindruck, war fahrig in den Bewegungen häufig, überspielte das durch große Forschheit. Aber trotzdem hatte ich irgendwie ein instinktives Gefühl, hinter diesem Mann steckt irgendetwas Schauerliches. Hinter der Front wird es sichtbar. Verfolgung im großen Stil, hier sogenannte Ordnungspolizei in Krakau. Himmlers Truppe bringt Leid und Terror über das besetzte Polen. Mehr als 10.000 Morde nach einem Jahr Besatzung. Opfer sind vor allem Juden. Doch Hitler will noch mehr. 1941 fällt die Entscheidung zum millionenfachen Mord. Himmler und sein wichtigster Mann, Reinhard Heydrich, sollen ihn in die Tat umsetzen. Himmler wird später behaupten, er habe Skrupel gehabt. Doch er handelt schnell und effizient. Von Zweifeln keine Spur. Sommer 41. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion beginnt der Holocaust. Eine neue, verbrecherische Form von Krieg. Keine Regeln. Vernichtungskrieg. Hinter der kämpfenden Truppe operieren sogenannte Einsatzgruppen. Ihr Auftrag heißt Menschenjagd. Die Opfer sind ahnungslos. Als der Krieg anfing, wollten wir noch flüchten. Aber mein Großvater sagte, was ist dabei, wenn die Deutschen kommen? Ich kenne die vom Ersten Weltkrieg. Das sind sehr kulturelle Leute. Überhaupt, was war schon höher als deutsche Kultur? Aufnahmen aus der Nähe von Riga. Ein SS-Kommando zwingt jüdische Männer, ihr eigenes Grab zu schaufeln. Himmlers Einsatzgruppen ermorden in 6 Monaten mehr als 500.000 Menschen. Es gibt Tausende von Zeugen. Die waren immer ganz still. Ich habe keinen Schreien gehört. Ich habe kein Jammern gehört. Die wurden von den Deutschen zwar angetrieben, aber auch meistens ohne irgendein Geschrei. Es war so eine Todesstille, könnte man sagen, die über dem Ganzen lag. Minsk, August 41. Himmler auf Frontbesuch. Anders als Hitler inspiziert er den Judenmord persönlich. Immer wieder. In Minsk kontrollierte die Einsatzgruppe B und befiehlt eine Massenerschießung. Schnellstmöglich. Eine mörderische Arbeitsprobe für den Reichsführer. Vor den Toren der Stadt werden 100 Gefangene zu einer frisch ausgehobenen Grube geführt. Sie müssen gruppenweise hineinklettern und sich mit dem Gesicht nach unten legen. Dann feuert das Erschießungskommando.
Himmlers Adjutant Karl Wolf hat die Szene nach dem Krieg geschildert. Dann blieb natürlich nicht aus, dass der Reichsführer da reingeguckt hat, dass hier von diesen Schüssen, Kopfschüssen, also Gehirnmassen rausspritzen in hohem Bogen und den Reichsführer an seinen Mantel spritzten. Er hat also gezittert, nicht wahr? Er hat sich natürlich wahnsinnig geekelt. Und wie er das sah, dann begann er zu wanken und zu taumeln. Himmler wird krank. Der Magen, ein Fall für den Leibarzt. Der Eindruck von meinem Vater, nachdem Himmler von Erschießungskommandos zurückkehrte, war, dass er es scheußlich und ihm ging es schlecht und ekelhaft fand. Himmlers Arzt, der Finne Felix Kersten, wird Zeuge einer verhängnisvollen Entscheidung. Deswegen musste eine andere Art her, um das vom Führer gesetzte Ziel, die Vernichtung von Menschen, besser durchgesetzt werden. Mit der Schießung geht es nicht. Also müssen andere Kaliber her. Die Lösung heißt Mord mit Gas. Erst Kohlenmonoxid, dann Zyklon B. Industrialisiertes Töten. Himmler will die Belastung der Täter mindern. Die Mordfabrik Auschwitz ist vor allem sein Projekt. Die meisten wissen nicht, was sie an der Rampe erwartet. Sie fragten uns, wie alt? Ich machte mich älter und sagte 18. Und dann war da meine Mutter und sie sagte, 44. Sie ging auf die eine Seite, ich auf die andere. Ich wollte ihr hinterherlaufen, aber ich wurde zurückgestoßen. Das war das Letzte, was ich von meiner Mutter sah. Sie war einfach nicht selektiert worden zum Leben. Die Trümmer des Krematoriums 2 in Auschwitz-Birkenau. Auch hier erscheint Himmler persönlich zur Inspektion. Am 17. Juli 1942 besucht er das neu errichtete Vernichtungslager. Nach einem Frontbesuch im Osten. 449 holländische Juden müssen sich ausziehen. Angeblich zum Duschen. Täuschung gehört zum Kalkül der Täter. Himmler schaut durch ein Sichtfenster zu. Die Menschen sind rein, sie haben noch gelacht, sie haben noch gefragt, wo sie sich befinden. Und wir mussten verschweigen und nicht sagen, was mit ihnen passieren wird. Wenn wir erzählt haben, haben die Leute noch mehr gelitten. Haben angefangen zu schreien und zu weinen. Endlösung der Judenfrage nennen es die Täter. Es soll zwischen uns ausgesprochen sein. Und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Wieder wird der Mord belohnt. Hitler macht den SS-Chef auch noch zum Innenminister, 1943. Himmler ist jetzt der mächtigste Mann im Reich, nach Hitler. Doch man merkt es ihm nicht an. Einmal, da hat sich's zufällig ergeben, dass Himmler mich zu Tisch führte. Also jeder der Herren hatte eine Tischdame zugeteilt bekommen. Die Tischordnung war immer vorher schon gemacht worden. Und da bin ich eigentlich zum ersten Mal dem Himmler so persönlich privat begegnet. Und mein erster Eindruck war,
dass er eigentlich ein ganz unscheinbarer und unbedeutender Mann ist, so mehr ja, Oberlehrertyp. Ein Oberlehrer mit makabren Einfällen. Beraten von Astrologen, Hellsehern und Scharlatanen. Er lässt Hexenforschung treiben in der Annahme, selbst von einer Hexe abzustammen. Für seine Männer entwirft er ein neues, streng germanisches Vaterunser und empfiehlt zum Frühstück Lauchgemüse. Himmlers verquere Visionen entbehren menschlicher Freuden. Seine Hoffnung war, dass er nach dem Kriege, er wusste wohl, dass es während des Krieges nicht ging, seine ganze Truppe zu Vegetariern machen könnte, alkoholfrei, nikotinfrei ernähren. Das war sein Zukunftsbild und er glaubte, dass auf diesem Wege die deutsche Rasse am besten weiterhin emporgezüchtet wurde. Träume eines Mannes, der einmal Hühnerzüchter war. Die Wirklichkeit ist der Krieg. Himmlers Waffen-SS ist bald ebenso berüchtigt wie gefürchtet. Hohe eigene Verluste. Rücksichtslose Kampfführung. Verstrickt in Kriegsverbrechen. Sie sollen Rassekrieger sein, Elite für das Reich der Herrenmenschen. Von ihrem Dienstherrn halten sie nicht viel. Der Reichsführer war nie selbst Soldat. Wir haben das unter uns auch gesagt, ja, aber nicht in der Öffentlichkeit, nicht? Und auch bei uns Offiziere, die haben auch nicht mehr gesagt, der Reichsführer Himmler, sondern viele sagten immer der Reichsheini. Der Reichsheini ahndet solchen Spott mit hohen Strafen. Die Waffen-SS ist nicht nur kämpfende Truppe. Täter aus den Totenkopfverbänden wechseln in die Waffen-SS und umgekehrt. Über allem steht das mörderische Programm. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergraben 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Bekenntnis der Unmenschlichkeit. Trotz Ämterhäufung hat Himmler noch Zeit für perverse Experimente. Dachau, die Fundamente des Blocks 5, Tatort eines Arztes ohne Gewissen. Dr. Sigmund Rascher, Freund und Schützling des SS-Chefs. Er darf an Häftlingen Menschenversuche durchführen, zum Beispiel Unterkühlung in Eiswasser. Dr. Rascher sagte, na los, rein, Lausbub. Und bin ich hinein. Jerzy Schipek ist einer von Dutzenden Opfern. Nur wenige überleben. Auf einmal habe ich Gefühl, kalt. Und in Knieschmerzen, Hände, überall schreckliche Schmerzen. Und bin ich zum Bewusstsein gekommen. Ein Brief Himmlers an Rascher. Der SS-Chef wünscht weitere Versuche und bittet, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Rascher macht weiter. Unterdruckversuche. Angeblich Tests für Piloten in großer Höhe. In Wahrheit sinnlose Qualen. Mehr als 80 Opfer. Seziert wie Versuchskaninchen. Mitleid, Fehlanzeige. Ein Täter ohne Reue. Gefangen in der eigenen Verblendung. Utopische Pläne für die Zukunft. Ausbau der Wewelsburg. Rekonstruktion nach Originalskizzen. Das angrenzende Dorf muss verschwinden. Platz machen für eine Art SS-Vatikan. Ein Albtraum in Beton. Die Kulträume im Nordturm sind erhalten geblieben. Hier wollte Himmler begraben werden, im Kreis seiner ranghöchsten Komplizen. Wenn die Weltgeschichte später ausbrechen wird,
Adolf Hitler war der größte arische, nicht nur der größte germanische Führer, dass sie dann über uns sagt, und seine nächsten Gefolgsmänner, seine Paladine, waren treu, waren gehorsam, waren gläubig, waren standhaft. Sie waren es wert, seine Paladine gewesen zu sein. Doch der Paladin und sein Herr müssen Kompromisse schließen. Der Waffen-SS fehlt es an neuen Rekruten. Die Aufnahmekriterien werden aufgeweicht. Reichsführer SS Heinrich Himmler besichtigt eine neu aufgestellte Freiwilligendivision. Die Soldaten dieser Division sind Musulmanen aus dem europäischen Südosten. Auch sie erhalten die bewährte Grundausbildung der deutschen Wehrmacht. Im Zeichen der Niederlage verfliegt der Dünkel des Herren Menschen. Nachschub muss her. Menschenmaterial. Himmler befiehlt Kinderraub. Blonde Kinder aus den besetzten Gebieten werden ins Reich verschleppt, bei Nacht und Nebel. Aufgewacht, geheult, müde, auf den Tisch gesetzt. Dann waren viele Leute da, Hund, zwei Hunde. Alois Twardetzki ist damals 3 Jahre alt. Ungefähr 3 Kilometer mussten die Mütter ihre Kinder selber tragen. Und die Kinder wurden dann ihnen aus den Armen gerissen und in die Züge, auf die Waggons verteilt. Wobei auf den Waggons stand, polnische Kinder zur Ernährung ins Reich. Kinder aus Polen, Weißrussland und der Ukraine. Mehr als 200.000. In Deutschland von linientreuen Familien adoptiert. Viele werden nie erfahren, wer ihre wahren Eltern sind. Alois Twardetzkis Mutter hört 12 Jahre lang nichts mehr von ihrem Sohn. Ein deutsches Paar adoptiert ihn. Die Familie Binderberger, Parteigenossen, mit besten Kontakten. Der Junge erlebt hohen Besuch in seinem neuen Zuhause. Einmal war der Himmler da. Und dann streichelt er mir übers Haar, blond, ich sah ja wie so ein Engelchen aus, so ein Siegfried, und sag, ja, haben Sie, Volksgenosse oder Parteigenosse, ich weiß nicht mehr, wer das ja gesagt hat, einen schönen Jungen, wie heißt du denn? Ich sage, Alfred, ich heiße ja Aloise von zu Hause. Dann hat er mir übers Haar gestreichelt und gesagt, ja, und dann hat er gesagt, komm mal hier auf meinen Schoß, habe ich gesessen. Ich sage, ja, aus dir wird mal ein braver SS-Offizier. Auch Himmler sorgt noch einmal für Nachwuchs, mit seiner Sekretärin und Geliebten Hedwig Potthast, genannt Häschen. Das Liebesnest in Berchtesgaden. Ihr vertraut er sich an, schreibt, er müsse Dinge befehlen, die Welt nicht verstehen werde. Das einzige Foto der beiden. Sie schenkt ihm 2 Kinder. Die Art, wie das Häschen, wie sie genannt wurde, auftrat, war in dem ganz kleinen inneren Zirkel, wo es bekannt war, doch eine gewisse Erleichterung für Himmler und eine gewisse Art von romantischer Ader, die er hatte, die er dadurch verwirklichen konnte. Die Romantik eines Jahrhundertmörders. Mit Gattin Marga, hier nach Kriegsende, und Tochter Gudrun pflegt er trotz Geliebter ein enges Verhältnis. Er plant für vermeintlich wertvolle germanische Männer die Mehrfachehe zu erlauben. Parteigenosse Bormann unterstützt ihn dabei. Unser Vater hat ja mit Himmler die Idee vertreten, dass die eine zweite Frau oder eine Mehrfachehe genehmigt bekommen sollten nach dem Kriege, damit die furchtbaren Blutverluste des Volkes schneller wieder aufgefrischt würden. Die Wirklichkeit der Blutverluste. Bombenkrieg und Rückzüge an allen Fronten lassen bei Himmler Zweifel keimen. Halbherzig lässt er Friedensfühler ausstrecken zu den Westmächten. 20. Juli 1944, wenige Stunden nach dem Attentat auf Hitler. Die SS wird den blutigen Rachefeldzug gegen die Verschwörer führen. Doch Himmler selbst sucht heimlich weiter nach anderen Lösungen.
Er wendet sich an den Westen. Ein Himmler-Funkspruch landet auf Churchills Schreibtisch. Der aber denkt nicht daran zu verhandeln. Höchste Geheimhaltung. Notiz erhalten und zerstört. Kept and destroyed. Für mich selber war es vollkommen unverständlich, dass der Himmler sich anscheinend in einer Welt bewegte, die jenseits der Realität war. Wie konnte er sich vorstellen, nach all dem Schrecklichen, was der also angerichtet hatte, und nach dieser entsetzlichen Blutspur, die hinter ihm also lag, dass er sich vorstellen konnte, dass ein Alliierter mit ihm verhandeln würde. Währenddessen geht das Morden weiter. Bilder einer Deportation aus Budapest, Herbst 1944. Die ungarischen Juden werden Himmlers letzte Opfer sein. Zur selben Zeit in Peenemünde. Auch am Bau der sogenannten Vergeltungswaffen ist die SS jetzt beteiligt. Modernste Technik im Dienst eines rückwärtsgewandten Wahns. Gleichsam Nibelungen mit Raketen. Oktober 1944. Himmler verkündet den Volkssturm. Aufruf zum finalen Opfergang. Unsere verfluchten Feinde werden es feststellen und einsehen müssen, dass ein Einbruch in Deutschland, selbst wenn er irgendwo gelänge, für den Angreifer Opfer kostet, die für ihn dem nationalen Selbstmord gleichkommen. Das letzte Aufgebot. Militärisch sinnlos. Kinder und Greise gegen einen übermächtigen Feind. Die letzten Verbrechen des Regimes treffen das eigene Volk. In der Stunde des Untergangs erfüllt sich Himmlers alter Traum. Er darf eine Heeresgruppe befehligen. Endlich selbst Soldat. Endlich Ruhm und Ehre. Er war nun immer wieder bei allen möglichen Gelegenheiten, also umgeben von seinen Waffen-SS-Führern, die inzwischen nur die höchsten Dekorationen bekommen hatten. Also da blitzte es nur so von Orden, also an der Brust von diesen Leuten. Und er selber stand da nur mit dem goldenen Parteiabzeichen. Himmler kommandiert die Heeresgruppe Weichsel. Kaum noch kampffähige Einheiten, unlösbare Aufgaben. Verteidigung der Reichshauptstadt. Sicherung der Fluchtwege für Millionen aus dem Osten. Auf der anderen Seite ein vielfach überlegener Gegner. Himmler ist der Aufgabe nicht gewachsen. Die Front bricht zusammen. Flucht vor der Verantwortung. Er war plötzlich dauernd krank. Er war dann nicht mehr auf seinem Gefechtsstand, sondern begab sich in das SS-Lazarett nach Hohenlüchen und er flüchtete in die Krankheit. Sie ist vorgeschützt. Letzte Tage mit der Geliebten und den Kindern. Als Befehlshaber der Heeresgruppe wird Himmler abgesetzt. Verzweifelt sucht er nach Auswegen. Die Angst vor dem Ende. Am 11. April 1945 befreien US-Truppen das KZ Buchenwald bei Weimar. Ihre Kameras dokumentieren das Verbrechen und wie Weimars Bürger durch das Lager geführt werden. Himmler erfährt, dass er auf der alliierten Liste der gesuchten Kriegsverbrecher an zweiter Stelle steht. Direkt hinter Hitler. Der hat längst den eigenen Abgang vorbereitet. Letzter Auftritt vor den Kameras. Danach sinkt der Diktator in Untergangsstimmung. Himmler sagt nach seinem letzten Besuch im Bunker, dort seien wohl alle verrückt geworden. Dann ein Treffen, auf das der SS-Chef noch einmal große Hoffnungen setzt. Arrangiert von seinem Leibarzt Kersten in dessen Gut Harzwalde. Der Gast kommt aus dem Volk der Opfer. Zum ersten Mal musste Himmler Auge in Auge eines Vertreters des Weltkongresses der Juden in die Augen sehen. Und da war er sehr nervös, wie das
diese ersten berühmten 10 Sekunden stattfinden werden. Norbert Masur, Himmlers Gast in dieser Nacht, ist fassungslos. Der SS-Chef bietet wörtlich an, man solle doch das Kriegsbeil zwischen Nationalsozialisten und Juden endlich begraben. Masur antwortet, dafür sei zu viel Blut geflossen. Himmler bittet wieder um Friedensgespräche, vor allem um die eigene Haut zu retten. Masur will Juden retten, die noch in den Lagern leben. Einer von mehreren Versuchen, die am Ende Erfolg haben. Die legendären weißen Busse aus Schweden beginnen mit der Bergung von Häftlingen. Himmlers Angst vor der Verantwortung rettet Menschenleben. Das ist eine große politische Aktion gewesen, wo man doch immerhin 300.000-400.000 Menschen in den Lagern am Leben gehalten hat. Das ist vielleicht die wichtigste Aktion, die man noch hat führen können. Millionen aber sind ermordet in den Lagern und anderswo. Die furchtbare Bilanz der SS. Und ein ganzes Land liegt in Trümmern. Himmler versucht bis zuletzt vergeblich, mit dem Westen zu verhandeln. Sein letztes Friedensangebot wird veröffentlicht. Himmler hat nach einer Meldung Großbritannien und den Vereinigten Staaten, nicht aber der Sowjetunion, bedingungslose Kapitulation angeboten. Auch im Bunker hört man BBC. Hitler stößt den Henker aus allen Ämtern. Eine Welt zerbrach, das ist der Treueste der Treuen, auf den also Himmler, auf den er immer so gesetzt hatte, dass der ihn nun in diesem Moment, wie er das ausdrückte, verraten hatte. Nicht? Am Tag darauf begeht Hitler Selbstmord. Himmler wehrt sich weiter gegen das Unvermeidliche. In der Uniform eines Feldwebels mit einer Augenklappe getarnt, taucht er unter im Heer der Geschlagenen. Eine sowjetische Patrouille nimmt ihn gefangen, unerkannt, übergibt ihn den Briten. Mit 2 Adjutanten kommt er in ein Gefangenenlager bei Lüneburg. Ein paar Tage hält die Tarnung, dann gibt er auf und stellt sich. Die Adjutanten werden vorgeführt. Sie wissen nicht, dass ihr Chef schon tot ist. Während einer Leibesvisitation hat sich Heinrich Himmler endgültig der Verantwortung entzogen. Himmler riss seinen Kopf zur Seite, bis auf die Finger des Doktors und dann auf die Giftkapsel, die er schon seit Stunden in seinem Mund getragen hatte. Der Mörder hat keinen Grabstein, wie die meisten seiner Opfer. Die Briten verscharren die Leiche in einem Wald bei Lüneburg.